Willkommen, liebe Zuschauer, erneut bei Avia TV. Eigentlich sollten hier vier Sessel stehen und neben dem Severin Freund sollte Richard Freitag Platz nehmen. Aber der Rich, der ist breit. Jo, der ist fertig. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen was aufgeschnappt und ja, der ist ungelogen auch jetzt ins Bett gegangen. Ja, aber Severin, das ist natürlich auch ein Problem. Ihr seid ja nun Stubenkameraden. Der könnte dich ja auch anstecken. Ja, aber wir haben den Vorteil hier, dass wir in dem Bungalow sind und da hat jeder sein eigenes Zimmer. Also zumindest wir haben das Glück, weil wir sind zu dritt auf der Bude. Die anderen sind dann zu viert auf der Bude. Da gibt es auch das Doppelzimmer, aber wir können es gut trennen. Severin, nun ist das ein offenes Geheimnis. Wir haben ja heute schon mit Stefan Kraft und Michael Heilböck gesprochen. Die haben sich schon wieder diebisch gefreut, so nach dem Motto, den Deutschen werden wir schon als Zimmerbesatzung einheizen. Ja, der Michi kommt jetzt einen Trip. Und Stefan ja schon seit Klingenthal. Ja, aber ich würde mal sagen, die Saison ist lang und da kann noch viel passieren. Wir haben ja heute früh schon gesagt, ihr wiegt die erstmal ein bisschen in Sicherheit. Ja, das ist so ein bisschen Vorsprung. Sand in die Augen. Ein bisschen Vorsprung und dann an der Leine langsam holen. Ja. Aber schriftlich kannst du uns das nicht geben. Jetzt. Schriftlich, was kann man schriftlich geben? Gell? Dass ich in Kusamo gewinne, hätte mir keiner glaubt. Na gut, dann fügen wir das mal gleich nahtlos an. Du auch nicht. Nee, ich auch nicht. Und es war ja dann kurz danach, war ja so ein bisschen so, ja, da hat er halt wieder geschwätzt und eigentlich haben sie es gewusst, aber ich glaube, jetzt ein paar Wettkämpfe später sieht man, dass es schon realistisch war, was ich vor Kusamo gesagt habe. Aber gewundert haben wir uns alle. Ja, aber also es ist wirklich so, eigentlich kann man Kusamo als Startwettkampf nicht zum Weltcup, was danach kommt, zählen, weil es ist einfach ein eigener Wettkampf. Es ist die Schanze extrem speziell und auch wenn jetzt heuer die Bedingungen wirklich sehr, sehr gut waren, ist es halt trotzdem, dass Kleinigkeiten sehr, sehr viel ausmachen und dann ja, geht es halt, wenn man die Schanze kennt, wenn man weiß, wie man auf Profilen mit steilem Hang fliegt. Sehr schön. Sebi, wenn du jetzt den Dom Prioz gespielt hättest, ja, vom Kusamo angefangen, dann hätte doch in der ganzen Theorie irgendwas nicht gestimmt. So nach dem Motto, der fällt monatelang aus und jetzt kommt er daher und springt alles in Grund und Boden. Also irgendwo dann, muss es ja eine Auswirkung haben. Ja, ja, also dann hätten sich ein paar fragen können, okay, was machen wir eigentlich den ganzen Sommer und irgendwo. Das Sommertraining ist ja daraus entstanden, dass es irgendwann Skispringen nur im Winter gab und dann hat es halt ein paar Schlaue gegeben, die sich gedacht haben, wenn ich im Sommer schon was mache, dann bin ich wahrscheinlich weiter vorne dabei und sie hatten recht. Und jetzt die Sache umzukehren im Jahr 2016 ist leider nicht möglich und deswegen habe ich auch mit Kusamo schon gewusst, dass der Wintereinstieg schon ein bisschen arbeitsintensiver wird und dass es auch mal Wettkämpfe gibt, okay, wo man merkt, es ist was dabei, was vielleicht gut ist, aber es sind da ein paar Sachen dabei, die nicht so funktionieren und da heißt es halt. Bevor der Gerd nachhakt, bei wie viel Prozent bist du jetzt? Ich finde es extrem schwer zu sagen. Also ich weiß, dass athletisch noch ein bisschen was fehlt, aber da ist es auch ziemlich schwierig zu sagen, wann, wie, wo kommt es, weil es ist halt über die OP hast du ein bisschen Beweglichkeit verloren und da ist halt irgendwann, du musst einfach darauf warten, dass der Knopf aufgeht und dann wieder die volle Spannung da ist. Und springerisch, es hängt halt einfach alles zusammen. Wenn ich weiß, dass die Athletik noch ein bisschen besser da ist, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen spritziger am Tisch da sein, dann geht es wieder ein bisschen selbstverständlicher, man muss nicht so viel reinlegen und von dem her bleibe ich ja nach wie vor dabei, was ich am Anfang schon mal gesagt habe. Es kann dann schnell gehen, dass man, wenn man merkt, okay, jetzt schmeckt man hin, jetzt kommt man ins Rollen, dann kann die Form relativ schnell kommen, aber der Weg dahin ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach wie die Jahre zuvor. Ich würde so gerne nochmal vertiefen wollen. Gehst du jetzt aber auch mental, sag ich mal, anders ran, weil du weißt, du kannst eigentlich ja, oder bist ja so ein bisschen Zwiespalt. Du willst natürlich gewinnen oder das Podium, aber weißt ja im Hinterkopf, ich bin eigentlich noch nicht so weit, weil ich eben 5 Monate Ausfall habe. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut, dass ich einfach dann sage, okay, ja, es ist ja alles gechillt und ich mache einfach den Wettkampf und wo ich rauskomme, komme ich raus. Da
bin ich nicht der Typ für. Also, da bin ich einfach zu ehrgeizig. Deswegen versuche ich schon, jeden Wettkampf anzugehen mit dem Ziel, wirklich gute Sprünge zu machen. Und deswegen kann man mich auch wahrscheinlich jetzt ab und zu im Auslauf noch ein bisschen säuerlicher gucken sehen. Aber es ist dann relativ schnell, dass ich halt wieder runterkomme und ich weiß, woher es kommt. Und von dem her, der Anspruch ist schon da, einfach wirklich die guten Sprünge aus den letzten Jahren herzunehmen. Da will ich wieder hin. Aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt danach nach dem 11. Platz vergrabe, weil dazu ist absolut kein Bedarf. Bist du im Sommer mit dem Stock zum Standesamt gegangen? Es war ganz knapp davor. Also es war wirklich so, wir haben ja Standesamt, haben wir wirklich schon früh gemacht. Und damit es eben kein Stress wird. Und das war eine Zeit lang wirklich so, dass wir nicht wussten, ob ich da Krücken habe oder nicht. Also Standesamt war geplant, aber die OP nicht. Ja, genau. Und ja, es war dann, weil es war auch so, die haben mir da so gesagt, so ja, normalerweise halt irgendwas so 4-5 Wochen und dann war, als ich die Krücken auf einmal hatte, ging es so im 2-Wochen-Rhythmus. Ja, wir gucken mal, wie es in 2 Wochen aussieht. Wir gucken mal, wie es in 2 Wochen aussieht. Wir gucken mal, wie es in 10 Tagen aussieht. Es ist dann noch ganz gut gegangen, aber am Anfang war es schon zäh. Also war es am Ende doch noch nach Plan? Es war am Ende nach Plan, ja. Die Hochzeit, ja. Aber wird man nicht dann auch so ein bisschen kribbelig so? Also gerade, man will ja wieder. Mir ging es ja doch wieder. Am Anfang war es echt zäh, weil du darfst es ja wirklich nicht belasten und du hast so eine Bewegungsmaschine, wo du dich reinlegst und dann am Anfang mal ja, in so ungefähr Sitzposition kommst, halt ohne irgendeine Belastung und dann über die Zeit mal ein bisschen weiter, aber am Anfang liegst du echt sehr, sehr viel rum und so die ersten Tage daheim, wenn du dich dann zum Essen nicht mal hinhocken kannst, ist schon ein mieses Gefühl und klar, wenn dann die Wochen ins Land gehen, dann denkst du dir schon, ja, ich würde sehr, sehr gerne wieder, aber es hilft halt auch nichts. Aber wie war dann das Gefühl, oder wie war das Gefühl vom ersten Sprung wieder, nach der langen Pause? Das war an sich ähnlich wie damals nach der Rücken-OP, das ist halt schon so du merkst schon jetzt wieder, willst du gerne, dann gibt es noch so die paar Leute, die sagen, hey, du, wart mal noch ein bisschen zu, besser dann mit mehr Vertrauen wieder reingehen und die Sprünge, die du jetzt machst, und es wären dann nicht so hundertprozentig, die bringen dir eh nichts. Was der Unterschied war, damals gingen die ersten Sprünge gleich richtig gut, das war diesmal nicht der Fall, okay. Diesmal war es eher eine holprige Angelegenheit. Aber was sehr, sehr cool war, war dann der erste Sprung, wo du ins Fliegen gekommen bist, weil da merkst du schon extrem, was die Sportart ausmacht. Severin, die Automatismen, die es ja im Skispringen gibt, sind die eingebrannt? Das heißt also, jetzt kannst du wieder springen. Jetzt weißt du, okay, das habe ich im letzten Winter gemacht. Das habe ich gemacht, als ich Weltmeister geworden bin, als ich Olympiasieger geworden bin. Diese Automatismen, will man die schon wieder abrufen oder kann man die noch nicht abrufen? Ja, ich glaube, ein bisschen das Problem ist, dass ich halt die letzte Saison dann doch relativ lange mit dem falschen Körpergefühl gesprungen bin und damit relativ viel sich auch wiederum dann negativ eingeprägt hat, was halt nicht funktioniert. Und von dem her, ich glaube, dass es auf jeden Fall da ist, wenn du x gute Sprünge gemacht hast, die sind im Körpergefühl und im Kopf da. Darauf zugreifen, dazu glaube ich, musst du in die Nähe des Gefühls wieder kommen, dass du dann wieder auf den Zug aufspringst. Bist du unruhig? Generell als Person oder im Moment? Auch generell bist du, glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Ne? Ja, schon. Ja. Ein dickes Fell hast du trotzdem nicht, aber ausgeglichen bist du. Na, ich meine jetzt... Hat er ja was mit dir gemeint. Also, ich bin kein Choleriker, ich bin vielleicht manchmal Sanguiniker, Phlegmatiker bin ich auch nicht. Ja. Was war die Frage? Du hast es doch gestellt. Ob ich ausgeglichen bin. Ja, ja. Also... Aber wie unruhig ich bin, genau. Ja. Eher auf den Moment bezogen. Wenn ich auf die Saison hingucke, ehrlich gesagt nicht, weil alles vor dann irgendwann Mitte des Jahres in einer wirklich guten Form zu sein, wäre vermessen. Und klar, die Tournee ist nicht mehr wahnsinnig weit weg. Als Deutscher will man dort natürlich sehr, sehr gute Leistungen bringen.
Ist ein Tourneesieg außerhalb der Reichweite für Severin Freund? Ja, da ist halt schnell Klick machen. Ja, es müsste schnell Klick machen. Ich habe den Vorteil, dass es in Engelberg eine neue Chance gibt. Also, das ist die Chance. Die Chance ist zumindest gegeben. ohne Spaß. Ich glaube es nicht. Und ich bin auch nicht der Typ, der dann versucht, solche Sachen herzureden und sich irgendwie bewusst über Stimmung oder sonst was in eine Form zu reden, die eigentlich nicht da ist, weil ich glaube, dass das nicht wirklich stabil sein kann. Weiß, dass es auch schnell gehen kann, aber es ist jetzt nicht mein Ziel, das ich ganz klar im Kopf habe. Ich muss unbedingt die Tournee gewinnen. Ich habe letztes Jahr für mich wirklich persönlich einen sehr, sehr großen Erfolg dort gefeiert. Nach vielen Jahren, wo ich eher dann unruhig von der Tournee weggefahren bin, bin ich da wirklich zufrieden weggefahren und muss auch sagen, das gibt mir persönlich mehr, wie dann das, was auf der Ergebnisliste steht. Jetzt ist das Skispringen natürlich eine Einzelsportart, das ist richtig. Aber wie wichtig ist ein Severin Freund für die deutsche Mannschaft? Genauso wichtig wie das Team für mich. Und das musst du erklären. Ja, ich glaube, dass in einem funktionierenden Team hilft jeder sich gegenseitig, darin besser zu werden. Und jeder kann sowohl eine Hilfe für das Team sein, als auch irgendwo ein Stolperstein. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir, glaube ich, eins der harmonischen Teams international haben. Und auch wenn jetzt so wie jetzt die Situation war, dass der David Siegel raus muss, das findet natürlich jeder schade. Es kommt mit dem Andi Wank jemand zurück, der sich sofort nahtlos einfügt. Und das macht es bei uns sehr, sehr angenehm. Und deswegen glaube ich, ist jeder, der bei uns da dabei ist, der hat seinen Beitrag und bringt gute Laune rein, der eine ist ein bisschen mehr aufgedreht, der andere ein bisschen weniger, der eine macht mal besser einen Spruch, der andere ist nicht so sehr der Typ dafür, aber das hat schon jeder sein Part. Aber der Kapitän bist ja trotzdem du. Ja. Und ja, aber ich glaube, dass die Ergebnisse generell, die da sind, wichtiger sind als die Person, die Ergebnisse holt. Ja, das ist schon richtig. Nur im Kielwasser, sagen wir mal, des Königs, des Kapitäns, da lässt sich dann auch ein bisschen leichter schwimmen. Das ist da ganz klar, ist da logisch. Ne? Ja klar, also ja, ich habe es ja selber miterlebt, die Jahre, wo es nicht so wahnsinnig lief. Ja. In Deutschland ist es natürlich auch schwieriger für die dahinter, sich zu entwickeln. Und ich bin natürlich auch sehr gerne dann der wieder, der vorne Ergebnisse reinspringt und ein bisschen für Ruhe sucht, also sorgt. Aber jetzt im Moment ist es halt noch nicht wahrscheinlich die Zeit für ganz, ganz vorne. Und man sieht ja, dass es funktioniert, wenn dann eben so jemand wie der Markus Eisenbichler kommt, der sicher auch noch nicht sein volles Potenzial abgerufen hat, aber der in einzelnen schon Sprüngen schon zeigt, wo es hingeht. Die Chance magst du ja einfach hier. Ne? Die ist doch nicht so schlecht. Du hast ja schon gewonnen, du warst ja zweimal oder dreimal auf dem Podest. Also ich mag den Ort, mag ich sehr. Mhm. Die Chance mag ich auch. Hat auch schon ein bisschen Hü und Hott Wochenenden hier, wo ich glaube, einmal war ich Zweiter und Zwanzigster. Also sowas gab es auch nicht schon. Darüber, das war lieber Zweiter und Zwanzigster als 215. Du, das klar. Das taucht in meiner Statistik gar nicht ja, auf. Ja, ist ja gar nicht korrekt. Natürlich nicht. Dirk trägt nur ein bisschen Platz 15. Aber ja, ich mag es hier schon sehr. Ah, du hättest 94 hier sein sollen, als der Gärtner ja, gesprungen ist. Ja. Genau. Der Olympische Winterspiele, das war ein Traum. Zuschauer ohne Ende. Ja. Heute waren mehr Polen und mehr Slowenen an der Schanze als Norweger. Ja, die Norweger hat man nicht gesehen, weil Nebel war. Ah ja, natürlich. Ich hätte mich auch mal über Olympische Spiele im Norden oder auch irgendwo bei uns gefreut. Bei uns wäre natürlich am schönsten gewesen. Aber zu viel Demokratie. Da geht es selten gut. Da geht es dann doch eher Richtung Korea. Und ja, China. Da geht es Richtung Korea. Ja. Da geht es ja heuer schon hin. Mhm. Gut, Severin. Also morgen noch der zweite Sprunglauf hier, Lillehammer. Wir werden sehen, was kommt. Diese Einprioz ist immer vorne, oder? Sag mal, was sagst du denn zu dem Dummen? Der springt doch wie ein Wilddieb. Ne?
Es ist eine extreme, absolut extreme Technik. Ich muss dazu sagen, er hat halt den Vorteil, dass er mit den neuen Bindungen aufgewachsen ist. Mhm. Und ich glaube, dann kannst du relativ vieles forcieren, was sonst nicht geht. Er ist extrem beweglich im Unterschenkel. Also der Ski-Unterkörperabstand ist wirklich extrem. Und er ist wahrscheinlich im Moment einer der ganz, ganz wenigen, der mit so einem planen Ski überhaupt ein stabiles und stabil, immer noch unter dem Einwand, dass es ja bei ihm auch mal schon ein bisschen schaukelt, hinkriegt. Und da gleich anschließend die Frage, es geht im Skispringen so und so. Domen Preutz zieht ab und Peter guckt hinterher. Und im letzten Jahr habt ihr hinterher geguckt. Ja, ja, so schnell geht's. Es geht extrem schnell, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass das beim Peter so quasi auch Stand der Saison ist. Also ich glaube schon, dass er wieder deutlich näher rankommen wird und auch der wird auch wieder um Siege springen. Also da lege ich mich fest. Ich glaube, das ist auch sicher eine harte Situation. Du gehst als Gesamtweltcup-Sieger rein, dann kommt dein kleiner Bruder, macht erstmal alles platt und du weißt eigentlich, okay, ich habe den Anspruch, dass ich ganz vorne bin. Dann funktionieren ein paar Sachen technisch nicht gleich so, wie es sollte. Es kann auch keiner in ihn reinschauen, wo er körperlich gerade ist, ob da vielleicht noch ein bisschen was fehlt. Ja, dann geht es immer schnell und dann machst halt mal so einen Sprung heute wieder Zweite und es sieht einfach dämlich aus. Und der Zähne, der gewinnt auch noch einen Conti-Cup, ja, also zu dritt hier. Unterhaltet ihr euch ab und zu mal, der Peter und du? Ja, wobei es ist also jetzt nicht sehr, sehr intensiv, aber ja. Ihr wart ja zumindest in der letzten Saison häufig oben zum Schluss. Ja, es gibt im Skispringen auch mal ein bisschen Wartezeit. Ja. Es gibt keine Erbhöfe im Skispringen, ne? Nee, das gibt's nicht. Und weil das so ist, wird Severin Freund, mein kleiner Finger hat schon wieder gezuckt, der zuckt immer, weißt du, wenn da irgendwas ins Haus steht. Der geht wohl wieder, der kleine Finger, die Glaskugel ist kaputt und der war alleine kaputt. Nee, der geht wieder. Und wenn der mal so ein bisschen zuckt, dann sagt er mir, das dauert gar nicht mehr lange und dann ist der Severin wieder auf einem Level, wo die anderen auch sagen, da wäre ich auch gern. Mich würde es freuen. Ich werde daran arbeiten. Wollen wir so beenden? Gerne. Und uns sehr herzlich bedanken für das Gespräch. Gerne. Grüßt deinen kranken Kollegen. Ja, heute nicht Rich. Mehr, aber ich sage es ihm morgen. Heute früh. Nicht heute mehr. Heute lassen wir ihn schlafen. Ja. Okay, also, danke Severin. Toi, toi, toi. Dankeschön.